Englisch, das wird auch lustig. Mal auf Englisch ankündigen, das Video. Dann merken, dass wir schon längst in der Aufnahme sind und so. Müssen wir mal auf Spanisch ankündigen oder sowas. Ja. Mach das, oder mach mal, such mal für die nächste Woche mal raus auf Russisch. Ja, okay. Das meinte ich übrigens gerade ernst mit, wir sind schon längst auf Aufnahme. Echt? Ach, verdammt! Also, herzlich willkommen zu Dark Souls 3 hier auf Red Butterfly Gaming mit mir, dem Wilhelm, und neben mir dem Havok. Der gerne will, dass ich dann nächstes Mal auf Russisch ankündige. Ja. Aha. Wenn wir gegenschlagen. Ups. Oh! Boah, war das wieder geil. Ach, verdammt nochmal. Jeden Tag, wenn Körper und Geist in Frieden sind, sollte man darüber meditieren, von Pfeilen, Kugeln, Speeren und Schwertern auseinandergerissen zu werden. Der Weg des Kriegers bedeutet, den Tod entschlossen zu akzeptieren. Blöd ist, dass er aber auch parieren kann. Echt, der kann parieren? Oh, der macht aber guten Schaden. Oh, shit! Das war's mit unserem Ember. Ich hab irgendwie Schiss, wenn der eine Hand draußen hat. Ja, warum? Weil er dann parieren kann. Das kann er auch beidhändig. Katana hat ja Spezialangriff fürs Parieren. Echt? Der benutzt die ganze Zeit nur den Angriff und alternativ könnte er damit auch parieren. Was? Da bist du down. Alter, macht der Damage! Oh! Okay, da hat er sich aber überlistet! Was für ein mieser Wichser! Kommt jetzt ganz schön weit mit. Das Duell auf Leben und Tod! Es wird mein Tod! Nein! Ah. Ja! Keine Ehre hat der Typ. Ich liege am Boden und er hat drauf. Haben wir dem eigentlich auch? Ach, guck mal. Ne, ich glaube, ganz drauf auf den kann man leider nicht. Wäre schon witzig. Nee. Geht nicht. Sieht aber schon geil aus, wie der da immer hochspringt und abrutscht. Ja. Passend zu deiner. Stell dir mal vor, so einen Gegner in Dark Souls 2 zu haben. Jetzt kommt der Homo an! Oh, der Stunlock war, hat irgendwann aufgehört, das war doch kacke. Oh! Ja, vielleicht ist man hinter mich gucken. Mhm. Hab ich mich ja da. Das sind keine freundlichen Genossen. Boah, schon wieder, du Arschgesicht. Da ist falsch. Das sind nur Gegner. Das war falsch hier, ja. Hab ich dir gerade gesagt. Ja. Da hinten geht's nämlich zum Stimmt, Beispiel. Stimmt, da war das andere, war ja bei diesem Top. Gehen die mir eigentlich immer so auf die Eier? Ja, tun sie. Wichser. Dieselbe Scheiße kann der ja auch. Ist das das Mörderschild? Ich habe keine Ausdauer mehr, um den Repostschlag zu machen. Oh, nicht schlecht. Kunst des Krieges ist schon. Irgendwie, der wahre Sieg ist nicht, die Schlacht zu gewinnen, sondern ohne eine Schlacht zu gewinnen oder sowas. Ja, genau, das hat er gesagt. Zug ordentlich mal. So, nächste Folge gestartet. Das hatte ich jetzt umgehauen, ne? Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, ob der nervt. Lassen oder wegholen. Im Notfall, sprich. Im Notfall immer töten. Gut, lassen wir ihn. Okay. Warum nicht? Wie sieht's aus? Das war gerade klasse.
ist der nächste. Ist das denn so ein Scheiß Ernst? Ich glaube, du musst ein bisschen aufpassen. Genau, wenn er das Schwert halt so schräg vor sich hält, dann ist er in Parierpose. Dann blockt er und ist auch bereit fürs Parieren. Oh! Ach ja, Fallen gibt's hier. Ja. Das habe ich jetzt unabsichtlich sogar ausgelöst und gleichzeitig gedodged. Mhm. Hättest dich ja auch nicht parieren lassen müssen. Zweimal. Weißt du, man weiß es eigentlich, aber man läuft trotzdem rein. Guck mal, wie die Pfeile, die dort da drin stecken. Alter. Oh, die haben ja gut getroffen. Eigentlich ganz. Mhm. Auch gut für Geschickleute und sowas. Wow. Das sind schon wieder die Pfeile gewesen. Guck mal, da unten war der Button. Siehst du? Da ist er. Der ist aber mies platziert. Der ist ja richtig mies platziert. Die stehen aber auch immer mitten im Gang. Mal rechts hat schon wieder Freunde. Ich mach das und zwar jetzt auf deine Methode. Ich fall mal in das Loch da. Das war auch meine Methode. Ja, genau, ich muss jeden Schritt muss ich befolgen. Der Free Damage, der muss sein, sonst macht man ja was falsch. Sonst tut man. Oh Gott. Wie kann man so zügig mit dem verfickten Schwert sein? Nein! Oh! So ein Bastard ist das! Oh, ach du Scheiße! Ja, wird der Typ völlig nah. Wo hier? Nee. Zurück und dann da. Ja, so, ja gut, das habe ich auch gesehen. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, du bist hier nah beim Leuchtfeuer. Wenn du jetzt noch. Oh, verfickte Kacke! Nein! Ich würde gerade sagen, wenn du jetzt noch überlebst, dann kannst du durch eine Tür direkt zum Leuchtfeuer gehen. Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, ist das nicht normal. Das heißt ja im Labyrinth, du sollst dich immer links halten, aber wir sind halt sehr rechts. Rede für dich. So war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Mit Vornamen Adolf? Wir sind Rechtshänder, meine ich. Wir sind halt... Ja, Adolf. Oh, ich glaube, wir sind hier... Die sieht ja nicht so toll aus. Muss ich um die Ecken gucken? Oh Gott! Oh, das ist Zorik. Der Ritter schlechter, den man irgendwo als Ende... Kollege! Oh, aber wir haben eine Geste gekriegt. Aber wir müssen schon wieder da überall durch, um zu dir. Der hat mich geduldet! Du hast auch gesehen, was er für ein Schwert hat. Ach ja. Ah, wunderbar. Mann, ich will erst, dass die Blutung funktioniert. Scheiße. Wunderbar. Jawohl. So läuft das hier. Das war ein fixer Kampf. Geiler Kampf war das. Oh. Ach, hier ist so, man die Scheiße auch noch her, oder was? Ja, Schwarzeisen-Großschild und The Casual 4000. Das hielt ja arschig. Ja, komm. Genau das meine ich. Jetzt ist der Wichser halt noch gebufft. Du machst die ganze selbe Kacke gerade nochmal. Willst du dich eigentlich verarschen oder so? Sehr schön. Weißt du, hier kommt jetzt die Kleriker-Bestie runtergesprungen. Da liegt eine Nachricht von Entwicklern, wenn wir offline sind. Bringe eine Puppe, um passieren zu dürfen.
Genau, dafür waren wir ja in der Kathedrale der Tiefe. Durch die Puppe können wir dann dort hinten überhaupt durch die Barriere. Musst du eigentlich mir eine Schnauze aufmachen? Ich muss sagen, das ist wirklich ein Design, was in Bloodborne reinkommen könnte. Gott. Ja, mach. Oh. Komm da gerade nicht raus. Was? Ja. Willst du rumbacken oder was, Kollege? So. Hä? Womit hast du mich denn bitte jetzt gerade getroffen, du? Lass mich los! Verfickte Scheiße! Jawohl! Und hinrichten! Soll einfach nur sterben! Verficktes Teil! Das rechte Auge des Hohenpriesters. Wollen wir jetzt einen Cut machen, bevor wir die besiegen? Das wäre echt fies, aber... Das wäre fies, aber... Wollen wir machen? Ich weiß nicht. Wollen wir? Ne? Ich weiß nicht. Sollten wir. Weiß nicht. Ja, das ist so schwierig, aber... Folge ist jetzt 3 Minuten zu kurz, aber das geht ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal zu dem Kampf. Guck mal, man hört schon im Hintergrund. Ja, es gibt wie die sich die ganze Zeit schon prügeln. Die prügeln sich gegenseitig? Ja, die machen die ganze Zeit Duelle auf Leben und Tod. Ah, ja gut, aber wir sind doch tot, dachte ich. Ja. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.